Herzlich willkommen heute zu unserem Impuls zum Wochenende. Wir sind jetzt hier in der St. Bonifatiuskirche, die einfach gigantisch aussieht. Ein riesiges Gerüst ist hier aufgebaut. Die Handwerker sind gerade unter der Decke und fangen an, innen auszumalen. Vom Dach habe ich diese Platte mal mitgenommen. Das heißt, ich habe sie nicht rausgenommen. Die lag hier unten und ist eigentlich ein schönes Zeichen dafür, was wir im Moment hier in unserer Kirche erleben. Kirche als Baustelle ist ja sowieso etwas, was uns seit Jahrhunderten begleitet. Große Kathedralen sind über Jahrhunderte gebaut worden. Dies ist in dem Sinne nur eine kleine Renovierung, aber die Kirche als Baustelle ist immer auch ein Symbol dafür, dass wir unser Leben als Baustelle verstehen. Und das Entscheidende, wo es hier bei diesem Gebäude drauf ankommt, sieht man nicht einmal, das sind die Fundamente. Jesus hat einmal in einem kleinen Gleichnis darauf hingewiesen, dass wenn man ein Haus baut, die Fundamente das Wichtigste sind. Und dieses Haus soll daran erinnern, dass die Fundamente für das Leben am wichtigsten sind. Wenn man diese Baustelle jetzt betritt, dann spürt man, ja, es braucht Renovierung, es braucht Erneuerung, es braucht vor allem ein Dach aus Schiefer, das über 100 Jahre halten wird. Aber das Leben, das eigene Leben, braucht ebenfalls also dieses Beschütztsein und dieses Fundament. Was ist das Fundament, auf dem ich stehe in meinem Leben? Was gibt meinem Leben Halt? Es gibt einen schönen kleinen Gedanken von dem ermordeten Bischof Oscar Romero, den ich einfach Ihnen mal mitgeben möchte. Und ein wenig da heißt es dann: Dies ist unsere Situation. Wir bringen das Saatgut in die Erde, das eines Tages aufbrechen und wachsen wird. Man könnte sagen, ja, wir bauen diese Kirche weiter, damit auch andere Menschen hier ihren Halt finden. Wir begießen die Keime, die schon gepflanzt sind, in der Gewissheit, dass sie eine weitere Verheißung in sich bergen. Und wir bauen Fundamente, die auf weiteren Ausbau angelegt sind. Wir können dabei nicht alles tun und es ist ein befreiendes Gefühl, wenn uns dies zu Bewusstsein kommt. Es macht uns fähig, etwas zu tun und es sehr gut zu tun. Es mag unvollkommen sein, auch was wir hier gestalten, aber es ist ein Beginn, ein Schritt auf dem Weg, eine Gelegenheit, für Gottes Gnade ins Spiel zu kommen und den Rest zu tun. Wir mögen nie das Endergebnis zu sehen bekommen. Wie diese Kirche in 100 Jahren aussieht, wissen wir auch nicht. Doch das ist eben der Unterschied zwischen Baumeister und Arbeiter. Wir sind Arbeiter, keine Baumeister. Wir sind Diener, keine Erlöser. Und das ist unsere große Hoffnung, dass wir in dieser Zeit hinein mit unserer schönen Bonifatiuskirche ein Signal setzen in diese Zeit hinein für Menschen, dass sie hier ein inneres Zuhause haben und ihr Leben auf das feste Fundament des Glaubens aufbauen dürfen. Und das wünsche ich Ihnen an diesem Sonntag, dass Sie vielleicht über diese Frage einmal nachdenken und dann freuen wir uns schon darauf, dass wir eines Tages hier wieder möglichst vor Weihnachten Gottesdienst feiern können. Einen schönen Sonntag.